Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay! Wir sind hier in Mannheim, in unserer alten Heimatstadt, wo wir 1,5 Jahre vorher gewohnt haben. Und heute fangen wir mal an, unsere Wohnung auszuräumen. Genau, beziehungsweise wir fangen mit dem Keller an, weil unsere Untermieterinnen wohnen noch in der Wohnung bis Ende des Monats. Aber wir dürfen heute rein, ein paar Fotos machen von dem Möbel. Aber hauptsächlich räumen wir den Keller aus und wollen anfangen, erstmal Klamotten und kleinen Kram zu verkaufen. Ja, und ich bin schon richtig gespannt, wie die Wohnung aussieht. Ja, nach 5,5 Monaten sehen wir die Wohnung zum ersten Mal wieder. Und ja, sind irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ja, unsere Wohnung. Mal schauen, wie es sich anfühlt, da drinnen zu sein. Ob wir traurig sind, die Wohnung aufzugeben oder ob wir einfach nur glücklich sind. Gucken irgendeiner davon. War doch dieser Grüne hier, oder? Tja, oh Gott, wir wissen nicht mehr, welcher Schlüssel passt. Der sieht richtig aus. Oh, unsere Wohnung. Erstmal Licht anmachen, tada! Ja. Oh, unsere schöne Toilette. Ja, guck mal, da hängen wir sogar noch ein Hochzeitsbild. Das haben sie hängen lassen, die Mädels. Wir stehen jetzt in unserem ehemaligen Wohnzimmer. Und verkauft werden muss, oh, der Sessel. Da ist noch der Sessel. Der Sessel, die Couch. Wohin gehe ich denn? Okay, da ist der Sessel. Der kleine Schrank da hinten auch noch, ne? Dann haben wir da noch einen kleinen Schrank und den Spind. Den Spind. Aber vielleicht behalten wir den kleinen Schrank. Ja, vielleicht. Die Pflanzen kommen zu Oma. Schlüssig. Und dann wird noch die Couch verkauft, ne? Ja. Das behalten wir auch auf jeden Fall. Ja, den Schrank hier wollen wir auch verkaufen. Ja, ich freue mich da auch riesig drauf. Ja, ich liebe es einfach gerade minimalistisch zu leben in unserem Van. Wir haben alles, was wir brauchen. Das hier ist schon einfach viel zu groß, viel zu viel. Ich freue mich da jetzt auch voll drauf, so minimalistisch wie möglich zu leben. So, dass wir halt quasi sagen, alles, was wir haben, passt in unseren Bus rein. Plus ein paar kleine Kartons, die dann halt bei den Eltern stehen mit irgendwelchen Unterlagen und Dokumenten. Ja. Aber ansonsten alles weg. Gut, dann bereiten wir uns mal vor und machen jetzt erstmal Fotos von all den Möbeln, die wir verkaufen wollen. Und die gibt es dann bei eBay Kleinanzeige. Den Link, den packen wir euch auch in die Videobeschreibung rein. Ich denke, bis Sonntag ist noch nicht alles verkauft. Ja. Bis, ja. Sind wir hier fertig in unserer Wohnung, haben alles abfotografiert und jetzt geht's runter in den Keller. Wir sind auf jeden Fall zufrieden, wie die Mädels hier die Wohnung hinterlassen haben oder beziehungsweise hier behandelt haben. Also hier hinten sind schon ein paar Kisten, weil sie selbst schon anfangen quasi zu packen, weil sie Ende Oktober, glaube ich, auch schon in die neue Wohnung ziehen können. Ja. Und wahrscheinlich werden sie dann halt nach und nach die Sachen auch raustragen. Also sieht sie jetzt deswegen so unordentlich aus. Ich wollte sie nur noch meinen Schutz nehmen. Ja, alle hier so ein bisschen im Umzugs- und Auflösungsfieber. Und jetzt sind wir gleich im Keller und da sind wir mal gespannt, was wir da so alles finden. Wir machen immer 3 Kategorien. A behalten wir selber. Das sollte eigentlich die kleinste Kategorie sein. B verkaufen wir. C schmeißen wir weg. Ja. Kategorie B ist verkaufen, verschenken. Also wir verschenken auch einiges. Genau, ansonsten hoffen wir, dass Kategorie A und C die kleinsten sind, weil eigentlich will ich nicht viel wegschmeißen und auch nicht viel behalten. Ja, und jetzt
sind wir hier auch in unserem Keller. Und hier befindet sich eigentlich noch das meiste, was wir loswerden müssen. Kleinkram. Töpfe. Kisten. Noch mehr Kisten. Zu viel. Kisten, Farben. Ganz viele Klamotten. Das wächst mir schon über den Kopf, wenn ich das nur sehe. Oh Mann, ey. Also ich habe da auch am wenigsten Bock drauf. Hier sind überall Klamotten drin. Ja. Und genau das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Genau, das alles zusammenkracht irgendwann mal, weil wir zu viel haben. Dann wollen wir mal los starten. So, wow, also hier haben wir jetzt alles Kartons und Kisten, wo eigentlich nur Klamotten drin sind. Und wir haben schon vorher so viele Klamotten zur Caritas gebracht. David bringt jetzt schon mal die Fahrräder raus. Die wollen wir nämlich heute auch noch mitnehmen. Er holt jetzt das Auto. Ich warte hier und dann laden wir alles ins Auto ein. Und genau hier nebenan hätte das Kaffee reinkommen sollen, von dem wir euch mal erzählt haben. Das jetzt aber nicht reinkommt, weil wir das nicht hier machen. Genau, ja. Also wir hätten quasi hier oben gewohnt und hier unten das Café gehabt. Aber jetzt sind wir ganz froh, dass wir das doch nicht machen. Also es fühlt sich sehr richtig an, die Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Okay, ich hole jetzt mal das Auto und bin ich gleich wieder da. Steht so ungefähr 10 Minuten von hier. So, da hinten kommt David. Die letzten Kartons nach oben gebracht mit unseren Klamotten und ich muss sagen, boah, das ist so viel einfach. Meli ist jetzt hier schon mal am Vorsortieren. Ja, das ist echt krass, oder? Ja, wir machen jetzt hier einen Stapel mit Verkaufen, Behalten, Verschenken. Boah, haben wir eigentlich genau. Noch so viele Sachen. Und ich habe jetzt gerade hier mit der ersten Kiste eigentlich erst angefangen. Boah, ey, das ist mega krass. Ja. Okay, also verkaufen tun wir bei Vinted, verschenken, wo geht das dann hin? Entweder frage ich nochmal Familienmitglieder, ob die sich irgendwas aussuchen möchten, weil das sind halt so Teile, wo vielleicht nicht mehr so ganz 100% gut sind, die möchte ich dann nicht verkaufen. Oder wir spenden die bei der Caritas oder Rotem Kreuz. Ja, das können wir echt machen. Oder es gibt noch so ein Modehaus. Modehaus. Das gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Markthalle heißt das. Bei uns das. Heißt das Marktkauf, glaube ich. Oder Marktkauf, genau. Oder? In Mannheim und eigentlich gibt es das in jeder größeren Stadt. Das ist so eine Nebeneinrichtung, so ähnlich wie Caritas. Aber ja, halt eigentlich frei zugänglich für alle Leute, egal ob man jetzt hilfsbedürftig ist oder nicht. Und dann, da darf eigentlich jeder hin und dann kriegt man dafür kleines Geld. Porzellangeschirr, Kleidung, Elektronikartikel. Ja. Natürlich die ältere Version. Ja, aber es ist eigentlich Mittel des täglichen Bedarfs, so die findet man da. Da bringen wir dann wahrscheinlich auch noch einen Großteil von den Klamotten hier hin. Und auch gerade die übrig bleiben. Ja, und jetzt sortieren wir hier erstmal kräftig aus. Ne? Oho, ey, was so richtig cool ist, oder? Was man so auch alles findet irgendwie da drin. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Gutschein gefunden zur Massage. Und da haben wir auch gleich angerufen, haben wir einen Massagegutschein. Den lösen wir nämlich gleich ein, weil der verfällt nämlich sonst. Da konnten wir letztes Jahr nicht hin wegen der Pandemie. Stimmt, ja.
Und wir haben auch noch ganz viele Gutscheine gefunden, zum Beispiel von einem Café, wo wir kostenlos Kaffeegetränke kriegen. Das ist lustigerweise ganz in der Nähe von unserem Haus. Alten Haus. Mhm. Und auch noch einen Gutschein für so eine Sportsbar. Der ist auch schon 2 Jahre alt. Genau, den lösen wir auch noch ein. Gleich mal alles abgecheckt. Also das wird alles noch schön eingelöst. Ja, und ansonsten sind wir hier gut vorangekommen. Das meiste war ja von Melli. Ja, klar. Waren ja Melli Sachen. Meistens waren das noch meine. Okay, hast du Lust auf einen Kaffee? Ja. Ja. Gehen wir nämlich hier rein zu meiner Oma. Die wohnt nämlich auch hier mit meinen Eltern. Und früher haben wir hier alle zusammen gewohnt. Genau, jetzt ist noch Omi da und meine Eltern, die wohnen oben drüber. Und jetzt machen wir uns mal hier einen schönen Kaffee in Omas Küche. Wir haben jetzt hier so einen Milksteamer gekauft. Genau, hier unten kommt Wasser rein. Wir erhitzen das Wasser, bis Dampf entsteht. Und über diese Dampflanze können wir dann die Milch aufwärmen. Nee, das sieht nicht gut aus. Also das funktioniert noch nicht so richtig. Beim ersten Mal war es ein bisschen besser. Man musste halt richtig viel Druck auf dem Kessel haben. Und wir haben leider das Ding ein bisschen zu früh ausgemacht. Und deswegen sieht unsere Latte Art leider ein bisschen so aus und ein bisschen so. Aber sie wird schmecken. Ja, schmecken wird es auf jeden Fall. Auch ohne Blume. Und was hast du gemacht? Ich habe ein paar Klamotten abfotografiert. Hast du es geschafft? Ja, cool. Fotos habe ich geschafft. Ich habe es noch nicht online gestellt, aber die Fotos sind schon mal geklipst. Okay, sehr gut. Und jetzt isst du hier lecker mit der Omi-Suppe. Ja. Gemüsesuppe. Ja. Und das allerlei. Schmeckt die Suppe, Oma? Und das allerlei. Ist lecker? Für alles und gar nichts. Mhm. Und draußen haben wir so schönes Wetter. Und deswegen... werden wir jetzt mal nach Weinheim fahren. Ein bisschen mit meiner Schwester und meinem kleinen Neffen. Und machen uns da mal eine schöne Zeit in Weinheim. Es ist nämlich Markt. So. So, und hier soll der Weinheimer Herbst sein. Ja, dann lass uns mal gucken, ob hier der Weinheimer Herbst ist. Also ich glaube ja nicht so ganz dran, dass hier der Weinheimer Herbst ist. Das sieht... gar nicht herbstlich aus hier, sondern eher als wäre da irgendwo ein Fußballtraining. Von 14 bis 22 Uhr. Aber dieses Jahr? Und was hast du so erwartet? Also Davids Schwester hat behauptet, dass hier ein Weinheimer Herbst ist. Sind wir hingefahren, aber hier ist nichts, außer ein Fußballstadion. Also wir haben was anderes erwartet, ne? Jetzt haben wir so ein paar Fake News schon verbreitet. Oh, mal gucken. Naja. Woher sein sind denn? Noch mehr Leute heute hierher gekommen. Und haben einfach. Ja, gut, können wir dann mal wieder gehen. Okay, Leute, also es gibt heute kein Weinheimer Herbst. Tja, schönes Wetter haben wir trotzdem. Mal schauen, was wir jetzt anstelle machen. Enttäuschte Gesichter machen sich hier breit. Der Kleine möchte den Weihnachten Herbst sehen. Und sagt, ich wollte mit der Schwiegermutter gehen. Na, wo sind wir denn hier gelandet? Gefunden. Was ist das hier? Weinheimer Herbst. Sicher? Im Internet stand ja, der ist heute nicht. Ich denke jetzt, das ist der. Und dann hat uns die Freundin von meiner Schwester geschrieben, der ist ganz woanders. Und jetzt sind wir wieder woanders. Also ich weiß nicht, ob das hier der Weinheimer Herbst ist an alle Weinheimer. Es ist halt irgendwas. So, und was ist da vorne und los? Will ich noch was sagen. Du willst was sagen? Ja, dann sag doch. Pups. Wow, das kommt auf jeden Fall ins Video. Okay, es geht zum Autoscooter, Leute. Hier geht die Gaudi. Das letzte Mal war ich vielleicht 12, wie ich gefahren bin. Und jetzt fahre ich gegen meinen Neffen. Ich muss vorsichtig fahren. Oh,
ja mal wissen, dass der Weinheimer Herbst früher mal richtig schön war. Es war echt schön. Und was ist draus geworden? Ich weiß es nicht, was ich davon so halten soll. Stehen. Hallo. Hi. Hi. Versteckt ihr nur mit DHL oder auch mit DPD? Nur DHL. Ja, also es ist schon richtig cool, bei Vinted die Sachen zu verkaufen, weil es ist doch echt ein bisschen viel Arbeit, weil ich jede Adresse hier einzeln ausdrucken muss und dann noch einen DPD-Shop finden muss, der halt auch nicht überall ist. Meistens ist halt immer DHL. Aber gut, ich freue mich trotzdem, dass unsere Sachen neue Besitzer kriegen. So, wir haben jetzt ein paar Sachen hier zur Spende gebracht und ja, voll cool. Freuen wir uns, dass unsere Sachen neue Besitzer kriegen. Und hat auch alles sehr gut geklappt, waren sehr freundlich. Und jetzt fahren wir unser Abendessen holen. Jo, wir haben nämlich noch einen Gutschein gefunden. Genau. So, wo bin ich? Tada. Genau, wir haben nämlich noch einen Gutschein gefunden. Ist ja auch ganz cool so beim Aufräumen und ausmisten. Und jetzt holen wir uns noch einen richtig leckeren Burger. Dazu müssen wir wieder zurück in die Stadt und dann essen wir das im Auto. Ja, ja, vielleicht haben wir noch zwischen unseren Chaos. Vielleicht haben wir noch mal einen schönen Sonnenuntergang. Mal schauen. Dazu. So, wir haben jetzt unser Essen abgeholt und ja, sind jetzt für heute fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Daumen da. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Aber ja. Hoffentlich dann fast. Ja, von mir auch. Alles Gute. Ja, ich versuche mich irgendwie noch hier in den Abschied reinzudrücken. genau, dann bis zum nächsten Video. Und ja, bleibt gesund. Ne? Schaut immer nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Ciao. Wir haben schon ein Bein gemacht. Bei mir wegen sich nicht. Wir haben da einen Chip reingebracht. Aber es geht nicht.